Hallo und herzlich willkommen bei Discussit Digital. Die Konzernverantwortungsinitiative ist schon am 10. Oktober 2016 mit über 120'000 gültigen Unterschriften eingereicht worden. Seitdem sind die orangen Fahnen, die für diese Initiative Werbung machen, überall in der Schweiz sichtbar und hängen an vielen Balkonen. Am 29. November 2020, also über 4 Jahre nachdem die Initiative eingereicht worden ist, kommt sie endlich zur Abstimmung. Aber um was geht es bei dieser Initiative überhaupt? Unternehmen sollten zukünftig auch im Ausland müssen Menschenrechte und Umweltstandards respektieren. Die Vorlage will das vor allem durch 2 Massnahmen erreichen. Die eine Massnahme besteht darin, dass international tätige Unternehmen mit Sitz in der Schweiz in Zukunft eine sogenannte Sorgfaltsprüfung bringen müssen. Das heisst also, dass sie ihre ganze Lieferkette im Ausland überprüfen und Bericht erstatten müssen, ob da Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden passieren. Zusätzlich wollen die Initianten auch, dass international tätige Unternehmen bei Verstößen gegen eben genau diese Menschenrechte und Umweltstandards in der Schweiz juristisch belangt werden können. Konkret heisst das also, dass betroffene Personen aus anderen Ländern in Zukunft vor Schweizer Gericht nach Schweizer Recht Unternehmen anklagen können. Aber was sind überhaupt Argumente für die Initiative? Und was spricht gegen die Vorlage? Das hört ihr gerade in der nachfolgenden Diskussion. Ja, herzlich willkommen, meine beiden Gäste bei dem Podium. Auf der einen Seite Andrea Gmür, sie ist Ständerätin für die CVP für den Kanton Luzern. Außerdem auch noch Fraktionschefin von der Fraktion Die Mitte, CVP, BDP und EVP dazugehören. Und hallo. Ich begrüße auch recht herzlich den Cedric Wermuth. Er ist Nationalrat für die SP im Kanton Aargau und außerdem neu Co-Präsident von der SP Schweiz. Herzlichen Dank für die Teilnahme an dem Podium und für die Diskussion. Andrea Gmür, ich starte gerade. Wir haben viele Berichte gehört von vergiftetem Trinkwasser, Kinderarbeit, Ausbeutung in Kohle- und Diamantminen zum Beispiel. Es gibt auch einige Beispiele. Braucht es im Jahr 2020 nicht endlich verbindliche Regeln? Selbstverständlich braucht es verbindliche Regeln. Wir haben auch verbindliche Regeln. Und all die Unternehmen, es geht nicht um Konzern, sondern wenn man den Initiativtext liest, geht es immer nur um Unternehmen. Konzern werden nicht einmal genannt. All die Unternehmen sind nicht im Rechtsfreiraum, die sind in den jeweiligen Ländern im Recht unterstellt und es gibt Völkerrecht, es gibt da jetzt schon verschiedenste Möglichkeiten, die Unternehmen haftbar zu machen. Mhm. Das ist richtig, das unterstütze ich auch, aber nicht der Weg. Nicht der Weg. Cedric Wermuth, es ist schon gesagt worden, ich habe natürlich den Initiativtext zur Vorbereitung auch gelesen und tatsächlich, ich lese dort in dem Initiativtext nicht einiges Wort Konzern. Also ist die Initiative am Schluss ein grosses leeres Versprechen? Nein, überhaupt nicht. Sonst gibt es ja den massiven Widerstand von bürgerlicher Seite nicht. Man wirft sich, weil sie eben etwas wirkt. Und das Prinzip ist ganz simpel. Wer einen Schaden anrichtet, der oder die soll für das gerade stehen. Das ist genau der Erziehungsgrundsatz, den wir zumindest versuchen, unseren Kindern beizubringen. Fehler macht man im Leben, aber Charakter zeigt sich mit der Frage, wie geht man mit Fehlern um. Und ehrlich gesagt, ich habe recht grosse Mühe zu verstehen, was da dran soll falsch sein. Und unter 4 Augen sagen übrigens auch die meisten Konzernchefs, es ist völlig klar, es muss etwas gehen und die Schweiz hat viel zu wenig gemacht. Jetzt hat sie eine Chance. Jetzt hat sie eine Chance, Andrea Gmür. Und die Bürgerlichen, direkt angesprochen, wollen die Chance offensichtlich nicht nutzen. Man will also die Konzerne weiterhin, die Unternehmen weiterhin solo wirtschaften. Cedric hat absolut recht, wenn man einen Schaden anstellt, dann soll man auch für den Schaden gerade stehen. Aber niemand ist bereit, keines von meinen Kindern für den Schaden
gerade stehen, wo seine Brüder oder die Schwester gemacht hat. Ich glaube auch, wenn ich ein Auto oder wenn eins von meinen Kindern mit einem Bus vom Autofahrer heimkommt, dann nachher muss das für den Bus gerade stehen, aber nicht der Brüder oder die Schwester, die nicht mit dem Auto unterwegs waren. Und ich möchte das von deinen Kindern sehen, wo schlussendlich sagt, ich habe den Fehler zwar nicht gemacht, aber selbstverständlich übernehme ich die Strafe und der andere geht ungestraft raus. Das Prinzip von dieser Unternehmensverantwortungsinitiative ist falsch. Die Umsetzung ist so nicht möglich. Es kann nicht sein, dass man für etwas selber gerade stehen muss, was man gar nicht gemacht hat. Und das will man. Ich sage ja, Ziele sind perfekt. Hinter denen stehe ich hundertprozentig. Aber die Umsetzung, der Weg ist völlig ein falscher. Die Umsetzung der wegseitigen Wermut ist also ein falscher. Was wäre denn offensichtlich ein besserer Weg? Folgt die Initiative einem schönen Ziel, aber einem schlechten Weg zu dem Ziel? Kann man das so einfach zusammenfassen? Nein, sind sich ja alle einig. Man versucht jetzt auf den letzten Meter der Initiative irgendetwas zu unterstellen, das gar niemand behauptet hat. So die Idee, es müsse dann ein Konzern haften für etwas, das ganz jemand anders gemacht hat. Die Initiantinnen und Initianten haben immer ganz klar gesagt, was die Meinung ist. Denn, wenn man verantwortlich ist, dann muss man haften für den Schaden, den man angerichtet hat. Und übrigens, die Initiative nimmt das ja nur als letztes Instrument. Sie sagt, zuerst müssen wir dafür sorgen, dass die sogenannten Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Das heisst, klarstellen, dass Menschenrechte und Umweltstandards für alle gelten, dass alle müssen sorgen dafür, dass die eingehalten werden. Und im ersten Notfall, wenn es einen Schaden gibt, dann müssen die Betroffenen können, in der Schweiz gegen Schweizer Konzerne klagen, wie das für jede Schweizerin und Schweizer da völlig normal ist. Ich verstehe nicht, warum das für den Rest der Welt nicht geht. Unverständnis, wieso das in der Schweiz offensichtlich nicht soll gehen. Die Sorgfaltsprüfung ist noch angesprochen worden von Cedric Wermuth. Andrea Kühr, die Initiative fordert, dass die Sorgfaltsprüfung für die ganze Lieferkette gelten. Ist das überhaupt realistisch? Nein, das ist eben ein weiterer Punkt, der völlig unrealistisch ist. Stellt euch vor, euer Handy, das besteht aus über 1000 Einzelteilen. Wie soll man bei all diesen 1000 Einzelteilen zurückverfolgen, wo die überall herkommen? Und sogar bei den Fairphones ist das der Fall. Und dann möchte ich noch etwas sagen zu den Unterstellungen von Cedric. Er sagt, wenn man quasi den Befürworter alles unterstellen. Ich muss schon sagen, ich finde es unglaublich erstaunlich, dass man jetzt Plakat hat, wo man es tieftrauriges, brüllendes, fast Kind auf dem Plakat hat. Man sagt aber nicht, dass die Eltern von dem Kind bezahlt worden sind, dass das Kind da posiert. Man sagt auch nicht, dass all die Plakate eigentlich schlichtwegs Fake News sind, Cedric. Weil sogar Fotomontagen sind. Das Kind ist eben einfach einmal vorne an platziert worden. Die Eltern haben etwas Sackgeld bekommen, oder? Die Lieferkette. Und was dann auch noch ist, es ist ein Bild aus den USA, es ist irgendein Maisfeld in den USA und nur zum eben quasi die Leute beeinflussen, hat man das alles gemacht. Extrem viele Täuschungen finden auf Seite der Initianten statt und man suggeriert auch, wer Nein sagt zu der Initiative, ist ein schlechter Mensch, ist ein böser Mensch und wir alle möchten ja eigentlich sehr gut und sehr positiv unterwegs sein. Also, da wird sehr viel suggeriert, heisst es da von Andrea Kühr, Cedric Wermuth. Ich will gleich noch zu dieser Sorgfaltsprüfung zurückkommen. Es ist gesagt worden, dass sie vollkommen unrealistisch ist. Das könnte man nicht einmal beim Fairphone, wo ja anscheinend ein fair produziertes Handy sein. Also ist die Überprüfung für die ganze Lieferkette schlicht und einfach illusorisch. Also wir müssen uns zuerst einigen, ob wir da über irgendwelche Plakate und Werbeagenturen diskutieren wollen. Das kann man machen, wenn wir nicht über den Inhalt von der Initiative reden. Ich schlage vor, wir reden über die Initiative und nicht über Plakate. Und dann ist es ganz klar, man kann das übrigens auf der Webseite auch von der Initiative nachlesen. Schwarz auf weiß Bekenntnis dazu. Gemeint ist, man muss können kontrollieren. Genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Initiative meint einen Haufen Zeug. Das ist genau das Problem in dieser Kampagne. Immer dann, wenn es um den Kern geht, versuchen wir mit Diskussionen über Plakate, Unterbrechungen, den Inhalt abzulenken. In dieser Frage geht es darum, nicht, dass man Zulieferer, die man nicht kontrollieren kann, sondern das, was man als Konzern weiss. Und die Sorgfaltsprüfung, das macht übrigens heute jeder verantwortungsvolle Konzern schon längstens. Wir haben letztens mit ganz vielen Schweizer Multis darüber geredet. Die wissen ganz genau, dass sie mit Umweltrisiken abklären,
Menschenrechtsrisiken abklären. Und jetzt sagen wir, aber wenn man es ins Gesetz schreibt, dann geht es plötzlich nicht mehr. Das ist einfach keine ehrliche Argumentation. Stimmt, keine ehrliche stimmt. Argumentation heisst von dieser Seite. Ich wollte ganz kurz schon mal sagen, wir sind schon langsam können wir gegen das Ende. Darum wollte ich euch noch die Möglichkeit geben, in einem kurzen, prägnanten Schlusssatz, in einem Schlussstatement, zu sagen, warum es jetzt ausgerechnet ein Ja braucht zu dieser Initiative oder warum es ein Nein braucht. Und Andrea Feuer hat schon mal Ansätze zum Argumentieren, was er gerade kurz die Möglichkeit gegeben hat. Warum braucht es kurz und prägnant ein Nein zu dieser Initiative, zu dieser Frage? Es stimmt einfach nicht, dass keine ehrliche Argumentation ist. Wir stimmen über den Initiativtext ab und nichts anderes. Der Initiativtext ist dermaßen schlecht, dass etwa 10, 20 Seiten Erläuterungen braucht vom Initiativkomitee. Und das geht nicht. Ich war in der zuständigen Kommission. Wir haben all das im Detail diskutiert. Ziel unterstütze ich 102-300%. Aber diese Initiative führt nicht zum Ziel, sondern zu einer massiven Benachteiligung von unseren eigenen KMUs, von unseren eigenen Unternehmen. Es geht nämlich nicht um Konzern. Und Cedric hat es auch gesagt, Konzern tun sich alle jetzt schon vorbildlich verhalten. Es braucht die Regelung nicht, sondern mit einem Nein tun wir die Anliegen, die umsetzbar sind, im Gegenvorschlag aufnehmen und wir wären diesen Anliegen gerecht. Also mit einem Nein gleichzeitig ein Ja zum Gegenvorschlag, ein Ja für mehr Verantwortung für unsere Unternehmen. Herzlichen Dank, Cedric Wermuth. Jetzt noch die Möglichkeit, warum braucht es denn jetzt ein Ja zu dieser Initiative? Warum sehen wir am 29. November gemäß eurer Meinung Ja stimmen? Die Frage ist ganz simpel. Die Frage ist, wenn wir in unsere Verfassung schreiben, dass Schweizer Konzerne sich im Ausland wünschen, Menschenrecht und Umweltstandards halten. Wer das will, stimmt Ja. Wer das nicht will, stimmt Nein. Mhm. Ein Kopfschütteln am Schluss. Wir sehen also, die Einigkeit ist noch nicht gefunden bei dieser Vorlage. Wir werden sehen, wie es dann am 29. November rauskommt. Es wird offensichtlich noch ein spannender Abstimmungskampf werden bis dahin. Ich danke an dieser Stelle aber schon mal herzlich fürs Mitdiskutieren und für die kurze Auseinandersetzung mit den spannenden Argumenten auf beiden Seiten, die wir hier entsprechen. Und was ist eure Haltung zu der Konzernverantwortungsinitiative? Sollten ausländische Personen dürfen, Schweizer Unternehmen, die die Menschenrechte oder Umwelt nicht respektieren, anklagen können oder nicht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch mehr Infos zu der Vorlage, könnt ihr zusätzlich auf die Links in der Beschreibung klicken. Updates und Informationen zu unseren Podien und vorgestellten Vorlagen findet ihr natürlich auch auf unseren sozialen Medien. Und natürlich nicht vergessen, liket uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und Twitter und lasst uns auf YouTube ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.